Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Neo, dem DLC-Drache des Nordens. Neuer Tag, neues Glück und neue Stärke. Wie ihr seht, es haben sich zwei weitere Zwielichtmissionen ergeben. Allerdings ist eine davon nicht benutzbar. Scheinbar habe ich das normale Pendant zu dieser Mission noch gar nicht freigespielt. Ich nehme an, das wird eine DLC-Mission sein. Was anderes kann ich mir darunter jetzt ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen. Das düstere Dämonenreich, bin ich mir auch nicht ganz sicher, was das für eine Mission ist. Ich glaube, das ist auch eine DLC-Mission. Kann das sein? Die erste sogar? Sieht für mich zumindest danach aus. Und aufgrund der Tatsache, dass wir hier den Tausendfüßler-Panzer als Belohnung kriegen, lässt in mir die Vermutung aufkommen, das wird die erste Hauptmission des ersten DLCs sein. Nur halt eben schon als Zwielichtmission verpackt. Okay, wir haben in diesem Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nur noch die Neben- und Zwielichtmissionen zu machen. Nachdem ich diese Zwielichtmission erledigt habe, würde ich ganz gerne versuchen, die ganzen DLC-Missionen, also vom ersten DLC, abzuschließen, da diese zum einen vom Level her am höchsten eingeordnet sind, zum anderen möchte ich mir eventuell die Möglichkeit offen lassen, dass durch das Beenden der DLC-Missionen am Ende doch noch die Trophäe verfrüht aufploppt. Ich rechne überhaupt nicht damit, aber für den Fall, dass die Trophäe hier irgendwie positiv verbuggt ist oder die Beschreibung doch falsch ist, für den unwahrscheinlichen Fall möchte ich als erstes die ganzen DLC-Missionen machen. Schaden tut's ja nicht. Und danach können wir uns den ganzen Nebenmissionskram des Hauptspiels schnappen. Nach und nach. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir als erstes in das düstere Dämonenreich. Ach ja, genau. Bevor ich es vergesse, ich habe meine Handschuhe sowie meine meinen Fußschutz beide ein wenig upgradet, dass sie eben von der Pluszahl ein kleines bisschen angestiegen sind. Und mir dadurch mehr Rüstungsschutz bieten. Vom Level her sind sie, glaube ich, auch ein kleines bisschen angestiegen. Wenn ich sie allerdings jetzt noch weiter hätte leveln wollen, hätte ich deutlich mehr Gold gebraucht. Wie ihr seht, ich habe jetzt nur noch eine schlappe halbe Million. Damit lässt sich bei Waffen dieser Levelordnung nicht mehr allzu viel anfangen. Aber ich habe immerhin eine riesige Menge an Skillpunkten. Sowohl bei Ninjutsu, als auch bei Onmyo Magie, als auch bei hier den Samurai-Fähigkeiten. Und die würde ich ganz gerne ein kleines bisschen investieren. Ich werde auf jeden Fall wieder einen Großteil bei Nahkampfwaffen investieren. Wie ihr seht, das wird uns noch einmal einen ordentlichen Bonus geben. So, ja komm, machen wir es noch auf 80. So, auf 100 werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erhöhen können, denke ich. Das wird nicht mehr von den Punkten her reichen. Naja, ich werde aber dennoch die Punkte auf wenigstens 154 reduzieren. Und wie ich sie sonst noch investiere, das überlege ich mir noch. Ein paar Punkte muss ich mir sowieso noch aufheben für die Geheimtechniken der Tonfa-Waffen. Damit ich eben noch genug habe, um hier eine Geheimtechnik zu erlernen. Aber da habe ich ja mehr als genug von den Punkten. So, Schaden mit Shuriken. Nein, danke. Wofür könnte ich hier die ganzen Punkte investieren? Reduziert durch Gift und Feuer erlittenen Schaden. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Angriff mit bloßen Händen. Naja. Erhöht den von dir zugefügten Schaden über Zeit um 5%. Nice. Sogar insgesamt 10%. Das ist gut. Okay, ich würde sagen, Kraftpillen besorge ich mir auch nochmal alle. Hier die Kapazitäten steigere ich auch noch einmal. Menge des heiligen Wassers. Ja, warum nicht? Schaden tut's ja nicht. So, Katzengang. Super. Stimmt. Kann ich mir ja durchaus allesamt besorgen. Reduziert Kieferbrauch des Ansturms, kann ich mir auch noch besorgen. Laufgeschwindigkeit schadet auch nicht. Levitation, vorübergehende Immunität gegen Gelände, naja. Was habe ich denn sonst noch hier alles?
Anzahl der Kanonenkugeln, die ich bei mir tragen kann, Schaden von Kanonen. Stimmt, die Anzahl der Pfeile, Anzahl der Kugeln, Anzahl der Kanonenkugeln. An sich schadet das alles auch nicht. So, was haben wir sonst noch? Unantastbar. Schaden von Kayaku, naja. Na, das brauche ich nicht unbedingt, würde ich sagen. Sonst noch was? Shikigan-Pillen? Ah ja, stimmt, gegen die Lähmungen. Ja, komm. Antitoxin-Pillen ist auch okay. Hier, erhöht den Schaden von Shuriken. Nee, danke. Und ich fürchte, die restlichen Sachen, das sind ja allesamt Onmyo-Magie-Sachen. Genau, hier, Schwäche-Talismane. Nehme ich... Ah, genau, Plejaden-Talismane, Extraktion, Blutbad. Das wäre nicht schlecht. So, hier würde ich auch gerne meine erhaltene Goldmenge und mein Glück erhöhen. Einsatzdauer belebter Waffen wäre auch gut. Ich würde sagen, das nehme ich. Erhaltene Goldmenge kann ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Was haben wir noch Schönes hier? Ah, ich würde sagen, den Rest der Punkte hebe ich mir erst einmal noch auf. Für den Fall der Fälle. Was haben wir hier? Aha, zwei weitere Punkte hier. Wird hier auf jeden Fall bei den beiden Werten eingesetzt. Hier Elixier-Effekt auf Lebensregeneration. Oh. Nahkampfschaden Menschen. Ki auf jeden Fall. Elixier-Effekt wieder. Sehr gut. Und Goldbilanz wäre als nächstes rangekommen. Ah, schade. Am Ritter Erinnerungen Yokai-Illustration. Was ist denn jetzt Neues noch dazugekommen? Schauen wir doch gleich mal nach. Ah, hier. Yamata no Orochi. Der Legende zufolge wurde der Yamata no Orochi einst besiegt, indem man ihn zuerst betrunken gemacht und dann in Stücke geschnitten hat. Dabei wurde das berühmte Schwert Kusanagi no Tsurugi, eins der drei kaiserlichen Insignien, in seinem Schwanz gefunden. Ah. Genau. Diese Legende habe ich auch noch so grob im Kopf gehabt. Ah, großer Tausendfüßler. Der Körper besteht aus zahlreichen Steinen, von denen ständig Brocken abbrechen und sich wieder anfügen. Der Körper windet sich in seltsamen Mustern, sodass es einem schwindlig werden kann. Da er auch gerne Gift spuckt, sollte jeder, der sich dem großen Tausendfüßler stellen will, Mittel gegen Vergiftungen mit sich führen. Ein netter Tipp, der aber ein bisschen spät kommt, wenn man ihn bereits dreimal besiegt hat. Bis dahin hat man das schon einigermaßen rausbekommen, dass er eben eine Menge mit Gift zu tun hat. Ich würde sagen, der Rest, da wird sich nichts Neues ergeben haben. Oder? Ah, war da was? Nö. Okay, gut. Dann auf in diese Zwielichtmission. Los geht's. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt zuerst die Zwielichtmission und danach erst die Hauptmission von dem DLC machen. Könnte... Ich meine, dadurch werden wir quasi die schwerere Version dieser Mission als erstes abschließen. Das dürfte uns den Rest einigermaßen einfach machen. Ich habe mich schon gewundert, dass diese Quest... vom Missionslevel her so viel höher ist. Aber bei dem Bild, das man von der Mission gesehen hat, habe ich mir dann schon gedacht, ah, okay, das wird die Mission sein. Ah ja. Oi. So, dieselbe Strategie wie immer. Durchlaufen. Yikes. Oh boy. Da war einer aber sauer, dass ich an ihm vorbeigelaufen bin, ne? Er war erbost, könnte man sagen. Klar, mit Unsichtbarkeitstalisman und Katzengang-Talisman hätte ich es beim Durchlaufen etwas einfacher. Aber wo wäre denn da die Spannung? So ein bisschen Nervenkitzel, wenn die Gegner einen verfolgen, ist ja doch schon ganz nett. So...
Oh Mann, wenn ich da schon diese Anzahl an Skillpunkten sehe. 154 Samurai, 123 Ninja, 17 Magie. Das sind alles Zahlen, boah. Da würde jedem anderen schwindelig bei werden. Und ich halt, oh, halte das eben mal so, als Taschengeld bereit. Chillt doch mal, Leute. Hoppala. So, wie er so einhändig dieses Handrohr schwingt. Oh, das sind, habe ich gesehen, mehrere Yokai-Nebel. Macht's gut. Hab keinen Bock auf euch. Ich hätte sogar erwartet, dass solche Yokai-Nebel-Gegner, einen quasi in einem kleinen Gebiet einsperren und einen zum Kampf zwingen würden. Aber nein, man kann sie triggern und dann einfach weglaufen. Und schon war es das. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Chillt mal euer Leben. Eieiei. Nein, 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 hört auf. Oh. Mist. Dieser fixe Dämon da. Okay. Uiuiui. Also der hat mich jetzt von Anfang bis Ende verfolgt oder war das ein anderer? Ich werde es gleich herausfinden. Ja, wobei der dort hinten, der könnte es genauso gewesen sein. Oder der, der jetzt neben mir aufgetaucht ist. Ich habe noch nicht mal gesehen, was das für ein Dämon. Chill. So. Jawohl. Und jetzt trifft er mich. Ja, das war klar, aber ich habe immerhin die Abkürzung freigeschaltet. Das heißt, ich kann theoretisch zum letzten Schrein zurücklaufen. Und dann haben wir den Fortschritt auch schon quasi in der Tasche. Ja, ja. Ihr könnt mich mal. Hallöchen. Ja. Hättest du mal dein Handrohr auch mal nach hinten gerichtet, dann hättest du mich noch erwischt. Schlangenvieh, Lulatschvieh, mehrere Viecher. Habe ich noch geschafft? Oh, boah, alter Vater. Dass ich den Schrein überhaupt noch aktivieren konnte, wenn der so nah an mir dran war. Menschenskinder. Na, da hat das Spiel gerade wieder kurz geruckelt. Ich dachte, jetzt hängt es sich wieder auf. Was ja nicht schlimm gewesen wäre. Schließlich habe ich schon längst den hiesigen Schrein aktiviert. Könnt mich alle mal. Oh ja, du da. Du bist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Nein, nein, nein. Oh, ich habe doch Kreis gedrückt gehalten. Oh. Aus irgendeinem Grund waren die Gegner auf der Brücke jetzt extrem langsam. Aber das kriegt sich. Wow! Wow, 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 wow! Oha! Oh, 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 oh! Yokai und Menschen? Welch Frevel! Ihr seid doch wahnsinnig! Autsch. Oh ja. Habe ich ganz genau gesehen, was der vor. Ey! Ich dachte, der will. Oh! Ich dachte, der Mensch hatte gar keinen Ki mehr. Ich dachte, oh, jetzt kann ich ihn wenigstens exekutieren und danach habe ich nur noch den Dämonen vor mir. Nope. So viel zu dem Gedankengang. Servus. So. Weggeledert. Die Alarmtype. Okay. Ah! Hab ich mir doch gedacht. Autsch. Nein! Oh! Was? Wie der mich noch erwischt hat. Wow. Habe ich ganz genau gehört.
Weg mit dir. Okay. Wo ging es hier noch einmal zum zu der Abkürzung? Dort hinten, nicht wahr? Da war ja irgendwo das Tor. Ja, ja, okay. Jawohl. So. Nice. Ah. Damit sind die erledigt, die mir hier am gefährlichsten waren. Auf dem Weg zur Abkürzung. Perfekt. Ah. So. Sehr schön. Und weiter geht's. So. Ja, ja, ja. Ihr seid mir alle... Oh, shit. Das ist jetzt schlecht. Ah, dumm. Ah, okay, da oben hätte... Ah, okay, ich sehe schon, wo ich hätte lang gehen müssen. Whoops. Ja. Ich dachte, ich hätte die Route im Kopf, aber das war die Route zur Abkürzung. Ja, die DLC-Mission... Ah, das ist nicht wahr. Du Rattenkönig! Oh, wie ich das hasse, wenn die Gegner mich einfach nur so totrollen. Ach, ist das ärgerlich. Aber egal. Den am Ritter weine ich jetzt weniger hinterher, um ehrlich zu sein. Ach nee, hör auf jetzt! Das ist nicht wahr. Vorher war mein Hassdämon, glaube ich, diese Fledermaustante. Ich glaube, so langsam aber sicher kann ich meinen Hassgegner ersetzen durch die Radmönche. Guckt euch das an, schon wieder. Halb tot gerollt. Weil die ja auch Auto-Aim scheinbar die ganze Zeit anhaben. Das heißt, wenn die einen sehen, rollen die automatisch auf einen zu. Und man ist auch nicht in der Lage, dem irgendwie auszuweichen, weil sie weil sie direkt... ja, danke schön. Weil sie direkt die Richtung wechseln können. Der hat mir ja wieder gar keine Chance gelassen. Was ist denn los mit den Gegnern? Jetzt auf einmal rasten die ja richtig aus. Wirklich. Okay, jetzt nicht mehr komplett direkt um die Ecke gehen. Lieber ein bisschen warten. So. Warum nicht gleich so? Eieiei, man merkt schon, die DLC-Mission möchte einem nichts gönnen. Ja, ja, ja. So, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Boah, was einen hier noch... Ja, übertreibt! Oh, was einem hier noch alles an Gegnern vorgesetzt wird, das ist ja unfassbar. Nein, 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 nein. Nein, hörst du auf! Das... Och! Du freche Sau! Da hatte ich wieder keine Chance. So gut durchgekommen, aber es hat nicht sollen sein. Na, warte. Diesmal nicht. So. Auf Wiedersehen. Ihr Säcke. Nein, hör auf! Och! Ja, fall noch runter, meine Liebe. Oh, du Ficker. Ach, was? Leck mich doch. Das war jetzt so ein schöner Versuch, ihr Wichser. Fick dich! So, weitere Versuche möchte ich euch an der Stelle ehrlich gesagt ersparen.
Ich werde jetzt schlicht und ergreifend die ganzen Gegner hier erledigen. Ich habe keine Lust mehr. Ich scheine tun zu können, was ich möchte. Es bringt irgendwie nichts. Och ja. Roll mich wieder zu Tode, du Sau. So. Danke. Hoppala. Jetzt habe ich aus Versehen eine Medizin zu mir genommen, statt eines Elixiers. Whoops. So. So. Oh. Böse, böse, böse. Warum sind hier so viele jetzt auf einmal... Ach Leute, die übertreiben mal wieder. Okay. So. Ich werde sie jetzt schön systematisch ausschalten. Na komm, kleiner Schlangenkopf. Was? Was machen die denn jetzt? Die Schlangenköpfe bleiben stehen oder was? Na komm, kleiner Dämon. Machen wir es mal so. So. Achso, ich habe hier schon alles eingesammelt. Okay. Whoops. Das hat ja mal so gar nicht funktioniert. Na? Kleiner schicker Kampf. Dann kriegst du aber... Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich. Kriegst du zwei Talismane auf den Hals. So. Das war dafür, dass du dich heilen wolltest. Ah, hatte noch nicht mal guten Loot dabei. Whoops. Oh. Okay. Die beiden werden abgehakt. Ah, da ist ja der Rattenkönig. So. Der Klampenspieler wird... Was? Wie jetzt? Oh, hier ist noch einer von denen in der Nähe. Ich verstehe. Dann muss ich den nur noch finden. Oh, weg, 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 weg! Ah! Verdammt! Aus irgendeinem Grund war der sogar deutlich langsamer als alle anderen üblichen Gegner. Na, speit doch Feuer! Oh ja, jetzt hast du keinen Bock mehr, oder was? Also. So. Ah, und jetzt kommt der Dämonenbruder. Okay. Oh, au. Aber das sollte noch möglich sein. Jawohl. Das war der Bonusschaden, der nochmal zugeschlagen hat. Okay. So. Wird der immer noch mit dem Handrohr auf mich draufballern? Ja, er hat das Ding im Anschlag. Wow, shit. Weg, 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 weg. Ah! Oh. Hat mich tatsächlich erwischt, aber mich zum Glück nicht getötet. Warte mal, was? Habe ich jetzt... Nein! Ich habe gerade eben gemerkt, dass ich hinter mir einen Gegner scheinbar noch auf mich aufmerksam gemacht habe. Bin dadurch in Panik geraten, tot. Panik, Panik. Immer wieder diese Panik, nicht wahr? Nein, hörst du auf jetzt. So. Kein Bock mehr jetzt, mal ganz ehrlich. So. Die ersten Gegner überspringe ich einfach. Zumindest hier den Typen. Ah.
Oh. Na, wo ist denn der andere? Ist er weg? Och, du Ratte. Na, der andere Dämon versucht jetzt nicht durch den Turm zu erwischen. Schafft er aber natürlich nicht. Hoffentlich kriegt das jetzt auch nicht noch irgendwie hin. Das wäre nicht schön. Oh! Nix da. So. Handrohr-Action vorbei. Okay. Hoffentlich schaffe ich es jetzt wenigstens. Ach komm! Nee. Da hinten. Du Arschnase. Ich muss ganz genau zielen. Passt. So. Ach, wo kommst du denn jetzt her? Sehr gut, meine aufgerüsteten Rüstungsteile haben schon einmal wieder maximale Vertrautheit erreicht. Dadurch sollte meine Stärke wieder ein kleines bisschen ansteigen. Wenigstens ein kleines bisschen. Aha. Na, du da? Komm her. Momentchen mal, den Sniper da hinten sehe ich ja auch noch. Fick dich. Ah, natürlich. Ist ein mieses Schlangenratten-Ding. Autsch. Oh, wie viel Schaden der mit seinem Feuerball macht auf die Distanz. Mieses Arschloch. Aber jetzt aus irgendeinem Grund schießt er nicht mehr. Hm. Na, warte. Bam! Jetzt wird zurückgeschossen. Mist. Ja, okay. Einmal abwarten, bis er mich vergisst. Und bams! So! Endlich ist Ruhe. Ha! So! Na also! Ha. Miese Rabentengus. So. Jetzt habe ich auch keinerlei Hindernisse mehr, die mich daran hindern, hier hochzuklettern. Ich meine, gut, theoretisch habe ich sie, aber die sind jetzt alle aus dem Weg geräumt. Oder zumindest habe ich sie hinter mir lassen können. Ha! Der beschworene Typ ist da immer noch am Gammeln. Zu dir werde ich garantiert nicht noch einmal kommen. Du kannst da erstmal sehen, wo du bleibst. Ha. Kein Bock mehr. Jetzt habe ich wenigstens hier die Abkürzung. Das erleichtert mir... Oh, das Ganze. Hi. Oioioi. Eine rote Version von diesem Viech. Ganz toll. Na, in dem Falle werde ich ihm ein paar Kleinigkeiten entgegenschleudern. Ach, möchtest du nicht gegen mich kämpfen? Mist. Das ist aber schade. Ach! So. Haha. Und weg. Wow. Ja, nein, 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 nein. Ich habe keinen Bock auf deinen Handrohr, whatever. Haha. Oh nein, dieser dreckige Regenschirm. Komm mal her. Ich werde nicht gegen dich kämpfen, während dein Kollege dir mit dem Handrohr Rückendeckung gibt. Hast du überhaupt einen Rücken als Regenschirm? Ah. Komm hierher. Ich weiß, dass du mich in die Schussbahn locken willst. Das ist doch klar wie Klosbrühe. So. Puh, die Viecher haben zumindest nicht allzu viel Gesundheit. Nein! Verdammte Axt!
kleiner Rollteufel. Ah ja. Haha. Von der Seite erwischt. Geht doch. So. Jetzt hier den Shortcut öffnen. Und danach kommt nur noch der Boss. Sehr gut. Damit habe ich wenigstens auch schon das Level-Layout einigermaßen im Kopf. Oh je. Ich habe allerdings so gut wie gar keine Magie. Lies mal mehr. Da sollte ich die Gelegenheit nutzen und sie hier wieder auffüllen. Okay. So. Jetzt am besten mit voller Kraft gegen den Boss antreten. So. Wow! Shit. Ja, habe ich mir gedacht, die haben mich gerade noch so erwischt. Die Ratten. Oh ja, ist ja gut. Shit! Ah. Die haben es gerade eben tatsächlich geschafft. Egal. Jetzt aber. Jawohl. So. So muss es sein. Nice. Ja, genau so. Das tat gut. Okay. Damit ist die schwierige Version dieser Quest bereits abgehakt und die leichtere haben wir dann quasi noch vor uns. Sehr schön. Das zeigt uns, dass wir ja, die ganzen DLC-Missionen eigentlich auch einigermaßen gut hinkriegen sollten. Sollten. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal in leichter abzuschließen. Ich bin gespannt. Dieses Mal haben wir wenigstens den Vorteil, dass unsere Kodamas uns einen kleinen Bonus gewähren können. Ich glaube, ich habe den Kodama-Bonus in diesem Gebiet immer noch auf Amrita eingestellt. Glaube ich zumindest. Ich kann ja gleich noch einmal nachgucken. Denn Amrita kann ich jetzt auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ich werde allerdings natürlich nicht gleichzeitig auf meine Rüstung verzichten. Immerhin habe ich jetzt schon fast 2 Millionen Gold. So, wo haben wir es denn? Kodama-Segen, da ist er doch. Amrita-Menge, Häufigkeit gefundener Waffen, gefundene Rüstung, gefundenes Elixier, gefundene Materialien. Tja. Was Elixier angeht, da habe ich nach wie vor noch keinen Engpass. Deshalb, ja, belasse ich es erstmal dabei. Ei, 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 ei. Ja, richtig. Die leichtere Version, meine Damen und Herren. Das hat ja sehr gut angefangen, ey. Der Gegner packt mir direkt seine Vierer-Kombo in den Rücken. Sehr gut. So, du kannst mich mal. Du genauso. Schon mal das Tor öffnen. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich sterben. Nein. Okay, diesmal nicht. Ich werde mein Glück nicht in Frage stellen. Sodele. Das wird ja im Prinzip genau das gleiche wie gerade eben. Nur in etwas heller, etwas schneller, etwas leichter, möchte man meinen. Ich habe es gerade eben noch gesagt. Wir sollten eigentlich besser durchkommen. Was ist? Es scheitert direkt am ersten Gegner. Ei. Chillt. Meine Lieben, chillt. Da habe ich jetzt auch schon wieder größere Probleme gehabt, dran vorbeizukommen, als bei der Zwielichtmission. Ist schon lustig. Aus irgendeinem Grund machen mir die normalen Gegner mehr Schwierigkeiten hier. So, der Sniper hat mal komplett seinen Job in den Sand gesetzt. Hat mich die ganze Zeit nur angeguckt, aber kein einziges Mal geschossen. Tja. Nee, stimmt ja. Da war ja noch was. So, dele. Auch wenn das jetzt meinen Tod bedeuten wird. Yep. Ha.
Wobei, er wird dort ja nicht durchkommen, richtig? Das bedeutet, wenn ich weit genug entfernt bin, ja, gibt er auf. Und ich kann an den Schrein ran. Sehr gut. Das lief doch bislang reibungsloser als gedacht. Okay. Also generell, die ganzen DLC-Missionen jetzt schon abzuschließen, ist generell keine üble Idee. Da ich ja auf diese Art und Weise sowieso das Schwierigste jetzt schon vorweg nehme. Klar, indem ich die ganzen anderen Missionen zuerst mache, kann ich mir noch ein kleines bisschen Ausrüstung aneignen und hasse nicht gesehen, aber auch ein kleines bisschen Herausforderungen suche ich ja in diesem Falle auch immer ganz gerne. Ich weiß, dadurch könnte ich es mir um einiges schwerer machen, als es sein muss, aber noch. Ab und zu ist das ja ganz nett. So, komm, zumindest den Balken. Jawohl. Haha, und das Tor selbst ist sogar auch noch aufgegangen. Immerhin. So. Den Nebel-Yokai muss ich allerdings so oder so erledigen. Versteht sich. Na, komm her, mein Kleiner. Uiuiui. Boah, der... Was? Was war das denn jetzt wieder? Der hat mich zweimal hintereinander getroffen, ohne dass ich gesehen habe, woher der zweite Treffer kam. Den ersten habe ich auch noch nachvollziehen können, weil er sein Schwert über den Boden geschleift hat und dann ist es zufällig vor meine Füße gelandet. Ich schätze, das würde Schaden machen. Aber ganz ehrlich, das zweite Mal, das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Mein Freund, ja? Hast du kapiert? Das konnte ich nicht nachvollziehen. Also irgendwo hört es auch bei mir auf. Okay. Damit wäre der Nebel-Yokai erledigt. Puh. Dann schauen wir mal, wie gut wir es hier schaffen würden, durchzulaufen. Wir haben jetzt schon deutlich leichtere und deutlich, ja, langsamere Gegner, bei denen es einfacher ist, davon zu laufen. Aber das war ja zu erwarten. Du bist mir Latte. So, ich will einfach nur die Leiter hier runtertreten. Vorsichtig, nicht runterfallen. Okay. Schwein gehabt. Sicherheitsabkürzung ist abgehakt. Uiuiuiui. Da war ein kleiner Regenschirm dabei. So. Abkürzung für den Fall, dass ich versagen sollte. Zack, 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 zack. Und Boss-Time. Zack, zack. Wow. Alter Vater. Nein, ich lass mich doch... Der hat mich nicht mal einen Schutzgeist aktivieren lassen. Du Rattenkönig. Tausendfüßlerkönig, besser gesagt. Ist nicht wahr. Ich konnte partout nicht. Ich habe die ganze Zeit Kreis und Dreieck gespammt. Hat nichts gebracht. Gar nichts. Ist ja schon frech. Muss ich sagen. Schon frech. Was? Was? Trotz... ey. Das darf nicht wahr sein. Trotz des fucking Faultier-Talismans hat er noch einen Schlag hingekriegt, der schneller war als der Schall. Was war das denn jetzt? Ich fass es nicht. Du mieser Arsch. Na, das ist... Jetzt bin ich ernsthaft an dem fucking Tor hängen geblieben. Ich glaub's ja nicht. Ich fass es nicht. Nein, 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 nein. Oder habe ich ihn mit dem Faultier-Talisman tatsächlich nicht erwischt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ah, sehr... Oh, nein. Nein, hör auf jetzt!
darf nicht wahr sein. Mädchen! Oh! Da wollte mein Charakter es wieder spannend machen. Hab wieder einen Titel gekriegt. Unfassbar. Beim ersten Mal, ja, keine Ahnung, da wurde scheinbar eine der Tasten nicht richtig registriert. Ja, schon bin ich meine ganzen am Ritter wieder losgeworden. Ach ja. Schon ärgerlich sowas. Also auf am Ritter kommt es mir jetzt mittlerweile sowieso nicht mehr so stark an. Schließlich kann ich sie jederzeit farmen. Aber trotzdem ist es halt ärgerlich, wenn aufgrund solcher komischer Vorkommnisse man die am Ritter am Ende verliert. Ja? Naja, was soll's. Am besten würde ich sagen, ein verfluchter Doppelgänger. Ich würde sagen, am besten mache ich die Nebenmissionen. Ach, ich kann theoretisch bei jeder dieser Missionen einen Begleiter dazu holen. Okay. Unruhe im Norden. Was war das denn nochmal für eine Mission? War das wieder so dieses typische... Gegner in einem kleinen Gebiet klatschen, wenn es da schon keinen Schrein gibt? Das vermute ich jetzt mal ganz stark. Ich gucke eben nochmal auf die Zeit. Ach, von der Zeit her reicht es eigentlich schon, Dicke. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, machen wir die nächsten DLC-Missionen auf dem Schwierigkeitsgrad im nächsten Part. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.